Spricht das nicht Deutsch? Ja, das ist ein Film. Ah? Ja. Hallo. Soll ich jetzt was sagen? Was ist denn? Was ist denn? Also, was ist denn los? Ich wollte einfach nur draufhalten. Ja, das kannst du. Das wäre klar. Ja, das war ein Teil, was er kann. Schuki Banuki, wir fliegen nach Schweden. Sascha, was machst du da? Ich mache einen Flugzeugporn. Flugzeugporn? Flugzeugporn. Geil. So, ich habe übrigens rausgefunden, wer der Air Marshal auf diesem Flug ist. Er macht da gerade eine kleine Pause. Der Klassiker, ich wollte es mir nicht nehmen lassen. Wie geil. Ich frage mich jetzt nur an der Pfeffer, ob man den, wie man den jetzt umrührt. Den Finger. Erzähl uns doch nochmal, wie das mit dem 4G war. Wir sind gelandet, wir haben das Handy wieder angeschaltet und seitdem haben wir durchgängig 4G. Nicht mal 3G, nicht mal Edge oder sowas. Durchgängig 4G. Sogar hier in Stockholm sogar hier im Einkaufs- Laden drin. Sogar hier im Laden drin. 4G plus Waren. Und ich habe hier, was ich haben wollte: Kaviarpaste, Knäckebrot und Maistaler, wie das heißt. Was kaum einer wusste: Pujan kann nicht richtig einparken. Ja. Zum zweiten Mal haben wir die Erfahrung gemacht: Pujan scheiße geparkt. Ist aber auch nicht leicht, ne? Ist nicht leicht. Also hier so, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich hier parken sollte. Ja, hier Europark kostet 60 Kronen. Für wir sind hier natürlich hier auch in der High Society von Schweden gelandet. Ja. Zeig mal unser Hausnummernschild. Das zeige ich gleich. Kommt gleich, Hausnummernschild. Hammer. Und Jungs, was sagt ihr? Beeindruckt? Also ein riesengeiles Schiff. Ist auch ein schönes Handy. Ja. Ja? Also, tolles Handy. Aber das Schiff. Boah, das blinkt da oben. Blinker. Ist das auf dem Schiff oder ist das... Das ist ein roter Punkt auf dem Schiff. Ja, ein roter Punkt mit der Uhrzeit. Wir müssen jetzt... Also wir hätten da einen Job für Sie. Sie sind ja schon Schiff. Sie stellen sich jetzt dahin, vor diese Papierwand und versuchen die ganze Zeit an Ihrem linken Bein vorbeizuhacken. Okay. Und dafür ziehen Sie diese blöden Klamotten an. Und so kam dieses Video zustande. Das ist Kunst. Servus, Grüezi und Hallo zu einer weiteren Folge Schuki Banuki. Wir sind gerade in Schweden unterwegs. Mit dabei der Sascha. Warum machst du neu? Und ich? Wieso machst du das neu? Weil ich das erste Mal jetzt selbst auch reinspreche. Und unsere beiden verwegenen Kumpanen, die irgendwo untergegangen sind. Ich muss gestehen, dieses Vasa-Museum, das ist echt geil. Ich habe zuerst gedacht, ja gut, cooles Holzschiff und so weiter und so fort, aber hier gibt es echt was zu sehen. Findest ich weiß jetzt zum Beispiel, wo der Unterschied zwischen Grog und Rum ist. Warum hast du das denn? Wegen diesem Museum? Ja, wegen dieses Museums. Alter! Den Dativ ist ein Genitiv Tattoo. Ja, aber was in diesem Museum hat also, man beschrieben, war Grog was? Hat Rum als Bestandteil, ist aber ein Mixgetränk aus, also ist ein heißes Getränk aus Rum, Wasser und Zucker. Und das weißt du, seitdem du hier im Museum bist? Seitdem ich hier bin. Das ist ein Schiffsmuseum. Ja, ich schiff hier auch in jeder Ecke. Na, dann macht's wieder Sinn. Ja, ist schon lustig, ja.
Future. Future. Pujani. So, jetzt warten wir noch auf den Gedankenleser und dann geht's rund her. Hat ihn einer von euch mal gerufen? Ja, hier, haben wir alles gemacht. Sowohl gedankenmäßig als auch in echt. Soll ich nochmal machen? Probier du nochmal. Okay, war jetzt ein bisschen heftiger als sonst, weil hier ist überall Stahlbeton, da musst du schon ein bisschen Gas geben. Aber ich glaube, das hat ihn erreicht. Schauen wir mal. Da ist er ja, unser Mentalist. Machchen! Ja. Wo war er denn die ganze Zeit? Ich hab mir alles angeguckt. Und? Wie war es für dich? Das war total. Ich war total überwältigt. Die einzige Veranstaltung. War echt super. Also, Pausen, keine Küche. Habe ich fast keine Worte für, ne? Wie toll das ist. Ne? Also, das ist echt noch wie original erhalten, das Ding. Und vor allen Dingen die Fundstücke, die es da so gibt, ne? Die mal echten Menschen dann gehört haben. Das ist echt krass. Richtig, kann ich nur empfehlen. Schön, dass dir gefällt. Schön. Schön, dass es ihm gefällt. Schön. Ja, ja. Schön. Ja. Mensch, das hat aber auf jeder Show, Mensch. Aber ich wollte. Aber ich. Wie geil ist das denn? Alles vom ABBA. Oh, ABBA Gold. Oh. Shoki Banoki from Germany. Thanks a lot, man. Yeah, we are. Clap your hands. Thank you. Woo-hoo. Fortune count. Great. Oh, that yes. Yeah, we're good. Yes. Bye. Ich glaube jetzt. Ich glaube, jetzt versteht man mich. Ja, genau. Und wir sind hier live in Stockholm in so einem Eisbach. Und der Sascha, der hat gerade getanzt. Also, den sehen wir oben. Ja, Sascha tanzt. Und wir haben eine Menge Spaß. Und ich glaube, morgen gibt es einiges zu berichten. Bleibt dran und abonniert uns und schreibt in die Kommentare, was ihr meint. Okay, ciao. Jetzt nochmal bitte für die Kamera. Das ein Bild oder was? Das ist Kamera. Wir dürfen uns bewegen. Also jetzt dürft ihr euch bewegen. Wir dürfen uns bewegen. Achso, okay. Ja. Ja. Auftrag polieren. Auftragen, wo wir sind. Polieren. Diese kann ich mir nicht leisten. Da habe ich keine Kuchen. Oh oh. Wir sind jetzt hier vor dem Denkmal. Da oben sitzt da von, wie man hier sieht im Hintergrund. Niemand geringer als Karl Ziff Johann. Karl Ziff Johann war mal ganz berühmt in Schweden. Was er alles bewirkt hat, ich muss mal nicht sehen. Also was er alles bewirkt hat, das kann man bei Wikipedia bestimmt nachschlagen. Einfach mal googeln, Karl Ziff Johann. Karl Ziff Johann, der Große. Ja, mit dem Namen nochmal zeigen, kann man besser googeln. Da ist er. Wir haben für den alten Hutträger Pujan hätten wir fast einen Laden gefunden. Ja. Aber der hat. Ist er nicht geöffnet? Warum gehst du nicht rein? Ist er nicht geöffnet? Nee. Warum Ach so. Gehst du nicht rein? Ja, hast recht, jetzt, wo du sagst. Dann nimm doch die Jacke damit. Achso, nicht. Ja. Wenn du die Jacke mitnimmst, dann macht er bestimmt auf. Dann macht er bestimmt auf. Früher oder später meldet er sich. Oh, hat man jetzt einen Laden für dich gefunden? Oh. Kann man machen, nichts. Schade. Level ist hart. Ja. Nach was hältst du jetzt noch Ausschau? Nach weiteren hübschen Dingen, die im Fenster auf mich lauern. Im Fenster auf dich lauern. Ja, da habe ich in Amsterdam ganz gute Erfahrungen. Mm. Ach, Bruder, wenn wir einfach so jetzt nicht sterben würden. Ah. Dann hätte ich die Pläne nächste Woche umsonst gemacht. Du machst nächste Woche Pläne? Ich werde nächste Woche Pläne machen. Ah. Und die sind ja dann umsonst. Also umsonst gemacht worden. Geworden werden sein. Ja. Ah. Schmeißt du heute auf? Ja, schmeißt schon hier Euros durch die Gegend. Ah. Die alten Männer müssen sich mal ausruhen hier auf der Bank. Alle mal 12 von sich strecken. Ich habe Einlagen, die tun weh beim Laufen. Was? Okay. Einfach ein bisschen so. Wieder fahren.
Ab nach Uppsala. Uppsala. Der feine Herr Pugian, dessen Nachnamen ich nicht kenne. Das war also heute mein dritter Tag. Mein dritter Tag. Du hast was vergessen. Hallo, hallo, hallo. Und tschüss, und tschüss, hallo. Und tschüss. Tschüss, und tschüss, und tschüss. Das war also heute der dritte Tag. Nee, Quatsch. Du hast ja auch einen ganzen Griff. Das war also heute der zweite Tag. Das war also heute. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Söderham. Da fahren wir an die See. 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 Wer hat an einem Bratwurstbrett, hat ein Bratwurstradgerät. Wald, 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 Wald. Ganz Schweden besteht nur aus Wald. Und wenn du dich in Schweden verfährst, ne, dann landest du mitten im Wald. Fast essen, haben uns aber doch verkneifen können. Ein Geheimtipp hier in Söderhamen. Ich habe die dreimal im Hotel gelassen und gehe jetzt laufen. Ich bin der Einzige, der Sport macht von denen. Ansonsten, die anderen drei werden nur dick. Wir gehen gleich zum Abendessen über, wenn ich wieder da bin. Und dann haben wir noch ein bisschen Spaß, bevor wir dann den dritten Tag abschließen. Aber noch lange nicht vorbei. Wir haben jetzt gerade mal 6:30. Achso, mein Sport kann man sich natürlich auch als Sportvlog angucken. Ist ja klar, mache ich natürlich gerade mit. Ja, aber das ist natürlich separat, ist ja logisch.